Spark. Hallo, Baby. Scott geschrieben, er hat mich trotzdem getötet und es gab keinerlei Geschichte vorher. Und Bro, also ich habe keinen Spaß mehr am Projekt. Und ich finde, ich habe jetzt 70 Level verloren wegen Hugo ohne Grund. Ich habe mich nicht gewehrt, gar nichts. Ich habe versucht, die Situation so zu klären. Und ich finde, das geht nicht klar. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade geplant war, weil literally 3 Sekunden, nachdem du das geschrieben hast, hat Hugo dich getötet. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal, weil ich die ganze Zeit weggelaufen bin, weil ich mich ausloggen musste, Digga. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mal, wo ich gestorben bin. Rivi, ich würde, was, wo du gestorben bist? 1870 minus 1600. Also Bro, es geht einfach ums Prinzip, Bro. Weil sonst macht er das immer wieder, sonst lernt er es nicht. Ich muss mir das nach dem Stream mal in Ruhe angucken, weil ich weiß jetzt nicht, ob ihr das geplant habt, ne? Das geht so nicht. Nein. Revi, das riecht so erbärmlich nach Troll. Das kann nicht sein. Hey, Bro, ich würde dich doch nicht trollen. Nein, überhaupt nicht. Also, Revi, nein, Bro, ich habe so viel Level verloren und alles, Digga, das ist ehrlich Arsch. Ich werde natürlich ernste Anfragen da schon mal auch erst annehmen, aber ich musste mir das in Ruhe mal angucken und leider weiß ich gerade nicht, was passiert ist. Von daher werde ich erstmal auch gar nichts machen. Das finde ich krass. Ja. Das finde ich voll krass. Mhm. Das Problem ist, wenn Revi normalerweise ausrastet, dann hört er sich anders an. Ich habe das seit 5 Jahren. Nein, Bro, guck mal, ich bleib jetzt ruhig, Digga. Ich bleib jetzt einfach ruhig. Es bringt ja nichts, weißt du? Bro, es bringt nichts. Guck mal, das Ding ist, laut Hugo habe ich ihn mäßig beauftragt, habe ich Norex angeblich beauftragt, dass er bei ihm irgendwas kaputt machen soll. So, ist aber Caps, so, stimmt halt nicht, ne? Mhm. Und ich habe nicht mal Subs oder sowas bezahlt und Hugo ist dann einfach wie losgegangen, weißt du, und das ist halt schade einfach, ne? Ist halt sehr schade. Weil, Bro, ich habe 70 Level verloren und so, ich muss enchanten alles, Digga. Weißt ja, du? Ich verstehe, aber wie gesagt, leider hört sich das gerade nicht so ganz nach saurem Revi an. Nein, deswegen, Bro, also nur weil ich jetzt nicht rumschreie, Digga, nur weil ich jetzt nicht rumschreie, bin ich trotzdem mad, so. Also, hä? Ich guck mir das im Nachhinein mal an, Revi. Wieder Hausaufgaben, so. Wieder extra Arbeit, let's go. Ich bin auch der Einzige, der bei ihm nichts kaputt gemacht hat. Stegi hat Sachen gesprengt, Nori hat Sachen gesprengt, Feister, aber ich nicht. Und trotzdem bin ich derjenige, der stirbt. Weißt du? Revi, ich habe leider nicht alles mitbekommen, deswegen kann ich darüber jetzt nicht richten. Das siehst du ein, oder? Mhm. Kann ich das nicht machen. Nee, also ich finde wirklich, das ist unnötige Provokation. Das macht doch so keinen Spaß für mich, das Spiel. Mhm. Wirklich. Ja, ist ja kein Problem. Dann setzen wir uns so hin und dann gucke ich mal später. Ganz einfach. Digga, 70 Level, du weißt, wie lange man dafür farmt, Bro. Genau, und unser 1000 Level machen heute bei Craft Attack. Etwa so 10 Minuten. Du kannst dich unseren Gold ja, spielen. Digga, aber trotzdem doof. Ja, keine Ahnung. Er liegt noch quasi. Also ich glaube, du misst damit 2 Metern. Nee. Ich glaube, ich kenne euch zu gut, dass ich da mal extra vorsichtig sein muss und deswegen ziehe ich da keine voreiligen Schlüsse. Also wenn jetzt Miss Flocke zu dir gekommen wäre, wäre das was ganz anderes? Nur nicht unbedingt, hätte ich mir das auch nochmal angeguckt, aber ich bin jetzt gerade live. Ich ziehe mir das einfach mal in Ruhe an, was abging, lass dein VOD da und dann ist gut. Hm. Ist ja egal, ob sofort ein Problem ist und irgendwas gibt oder halt nicht. Strafen liegen im Ermessen der Orga. Wir finden da was raus. Das ist halt jetzt zu gutes Timing gewesen, dass du das hier schreibst. Ich sag, okay, Revi, was geht denn ab? Zack, sofort gestorben. Ist halt ein unnötiger Tod, ne? Ja gut, wie viel hast du mittlerweile? Ja, aber darum geht's ja nicht. Also ich habe jetzt mittlerweile 7. Ja, und ich wollte da 6-Todes-Challenge machen. Ne? Also ich glaube, dass ihr alle nicht unschuldig seid unbedingt. Ihr macht die ganze Zeit zusammen hin und her. Ich habe nicht alles mitbekommen. Ja. War schließlich auch noch bei mir. Und ich glaube nicht, dass das so einfach und so schnell geht. Da muss schon ein bisschen mehr passieren hier, bevor das irgendwie jetzt wirklich gegen Regeln oder so geht. Nein, aber du weißt doch, wie Hugo ist. Der ist ja die ganze Zeit so am Abfangen. Der macht das ganze Projekt ja auch kaputt, weißt du? Revi, es tut mir leid. Ich kann dich aber auf die Art und Weise gerade nicht ernst nehmen. Wieso? Ja, also, weil das ja obviously ja wohl nicht ernst gemeint ist gerade, dass du davon ausgehst, dass Hugo das Projekt kaputt macht. Doch, ich finde schon. Weil, guck mal, das Ding ist, er trollt halt nur, er baut keine Base und er stört auch im Voice-Chat extrem, weißt du? Ja, cool. Das ist äußerst interessant und ich weiß, dass du es nicht ernst meinst. Also warum reden wir eigentlich? Digga, wenn man Stuff jetzt despawned ist, Spark, dann beende ich diese Staffel Craft Attack. Nein, den Hugo schon längst eingesammelt. Du musst mit dem klären. Ja, wenn er jetzt weg wäre, dann würde ich wirklich nicht mehr spielen. Ne? Ich habe ihn gesehen, wie er eingesammelt hat. Ich bin doch längst vor Ort. Ja, aber meinst du, ich krieg den noch wieder, weil das muss er ja machen, theoretisch, ne? Mach doch mit ihm aus.
Das ist gerade dieses typische Spark-Hilfe-die-Regeln, was jedes Craft-Attack ungefähr fünfmal kommt. Das kommt nicht, nein. Diesmal geht es mir wirklich ums Prinzip. Hugo kann nicht immer machen, was er will, Spark. Du musst dir mal Grenzen aufzeigen, dem Jungen. Das geht so nicht. Auf jeden Fall. Der will ja nochmal ordentlich mit Boden durchstarten. Aber leider war der Server zu in den Knien. Da konnte er sich gerade in dem Moment nicht machen. Das wird er noch nachholen. Vielleicht morgen oder so. Dann gucken wir mal. Also findest du das in Ordnung, was er macht? Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht. Also musst du halt sagen, ne? Ja, ich habe es nicht gesehen. Warum soll ich denn was urteilen, was ich nicht gesehen habe? Er schreit doch immer sehr viel, ne? Ich kenne da noch jemanden, der so viel schreit. Ich hab, Bro, Spark, ich bin so eine ruhige Seele geworden. Guck mal, ich hab mich nicht mal gewehrt. Der hat mich einfach geschlagen, weißt du? Und das lässt du durchgehen. Ich hab ja nicht mal gekämpft. Ne? Und das finde ich halt, weil es gibt ja die Regel, sei kein Arsch. Aber ich finde es schon arschig, jemanden zu schlagen, der sich nicht wehrt, oder? Das wäre ja per Definition genau das. Ich glaube, dass ihr alle da nicht unschuldig seid. Unschuldig? Naja, also, ja. Guck mal. Bei mir hat es so angefangen. Jemand hat bei mir in den Chat geschrieben, der mir übrigens auf den Sub schuldet. Hat gesagt, schau mal. Es wäre wichtig, dass jetzt irgendwo was gesprengt wurde. Er hat gesagt, ja, Digga, Norex, ich würde dir vom Sub geben, wenn du irgendwo was in die Luft jagst. Oder hat er sich Hugo ausgesucht? Und das kann ich ja gar nicht beeinflussen, weißt du? Ich sehe schon. Ja, so Spark, da müssen wir wirklich nochmal reden mit den Regeln, ne? Das ist nicht gut. Kann man sich einen Bann bei dir kaufen? Ich bin auch dafür. Lass sie ein bisschen strenger machen, die Regeln noch. Ja, lass sie so, jeder einmal am Tag einen anderen Spieler bannen darf. Ja, so jetzt nicht, aber also vom Ding her, könnte man sich jetzt einen Bann bei dir kaufen? Nö. Wieso? Ja, das finde ich nicht gut. Ja, Bro, aber wenn ich dir 10.000 Euro dafür gebe, dass der 2 Wochen gebannt wird? Nö, auch nicht gut. Ehrlich nicht? Nö. Du würdest für 10.000 Euro Hugo nicht 2 Wochen bannen? Nein, unter Multimillionären rede ich mal ganz ernst so von du zu du, also das ist doch nix. Ja, aber jeder hat ja seinen Preis, Bro. Wenn ich dir jetzt irgendwas, was richtig, wenn ich dir jetzt, ich schieb dir einfach mal 4 Bitcoin jetzt einfach auf entspannt, weißt du? Dafür? 4, jo, das hört sich ja schon mal gut an. Dummerweise haben wir ein Problem. Ein Ruf, den zu ruinieren ist, der ist auch nicht mit Bitcoin machbar. Bro, guck mal, nein, wir würden das ja undercover machen, weißt du, was ich meine? Wir würden ja so machen, Spark, ich schick dir das Geld und dann gibt's nochmal irgendwann eine Eskalation, er wird einfach gebannt, er denkt, es war gerechtfertigt, obwohl es nicht war. Und es würde ja niemand mitbekommen, weißt du? Es würde ja einfach unter uns bleiben, verstehst du? Und ich hätte meinen Seelenfrieden. Ja, da müssen wir mal gucken. Dann muss er aber natürlich was anstellen, was das rechtfertigt. Ich warte auf die Überweisung. Okay, aber tendenziell wärst du käuflich. Kannst du dir offen sagen, ist ja okay. Nein, tendenziell machst du gerade Content und ich spiele ein bisschen mit. Ich glaube, das ist eher was passiert. Ist okay, Digga. Jeder hat doch seinen Betrag so. Ist doch voll fein. Mein Chat fragt schon, wie viel Subs, damit ich dich für 10 Minuten bann. Und wenn ich jetzt 100 sage, ich sag's dir, das würde passieren. Dann mach's. Nein, das mache ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich ja nicht bestechlich bin. Was ist Spark, wenn ich jetzt mit einem World Download die ganze Welt runterlade und einfach noch einen Craft Attack mache, wo ich OP hab? Ja, und dann? Dann kann ich da machen, was ich will. Dann kannst du da machen, was du willst, ja. Ich hole auch die anderen Spieler, ich gebe denen nämlich Geld dafür, dass sie da spielen. Okay. Und würdest du sagen, dass du dir damit einen guten Ruf dann machst? Das wahrscheinlich nicht, aber ich hätte dann OP halt, ne? Ja. Okay, Spark, ich würde dir eine Immobilie geben. Eine Immobilie? Ja. Okay, mit so einem Problemmieter drin? Nee, schon eine gute. Okay. Ja. Das hört sich ja schon mal interessant an. Wie sagst du, welche Lage sagst du? Ne, so ein Asset, hat man ja nichts gegen. Julian HGS hat gerade zum Beispiel 5 Euro donated für den Bann. Kriegt das Geld zusammen, Spark. Genau, mach Crowdfunding bei dir. 1A-Lage, Digga, kriegen wir schon hin. Ich sehe schon, ja, der Chat sagt, sieht schon Titel, Videotitel. Korruptionsversuch in Craft Attack 11. Ich besteche Spark. Naja, so, ob ich da jetzt das Content-Ziel, weiß ich nicht. Aber ich muss actually mal kurz meine Subs einfordern. Verschiedenheit, Digga, guck mal. Ich habe gerade 200 Ls kassiert im Chat und bin gestorben. Und bei Hugo wurde gesprochen, also Bro, wenn du jetzt nicht, also dann Digga, da müssen wir, ne, so, just saying. Ja, nee, Spark, also es wird ja irgendwo einen Weg geben, einen Betrag irgendwo, wo man, ne? Weißt du? Nee, wie, ich kenne dich langsam gut genug. Ja. Und ich weiß, wann die Kacke wirklich am Dampfen ist und wann nicht. Wann ist sie am Dampfen? Jetzt jedenfalls nicht. Digga, ich klau keine Kühe. Hör auf, das zu sagen, Digga. Unsere Message of the Day ist knallhart, Revinzeit klaut Revi immer die Kühe. Ich fände es wirklich,
Also Spark, du lässt dich auch ehrlich von Hugo auf der Nase rumtanzen, ne? Ja, auf jeden Fall. Scheiße, Digga. Wie kriegt man dich denn? Hugo hat noch Welpenschutz hier. Welpenschutz, Digga? Ja. Bro, der Typ ist am Ende. Der hat gar nichts, Mann. Ja, der ist so am Ende, dass er schon zwang. Weswegen ist er eigentlich hier, hat er einen Timeout gekriegt von Twitch, weißt du das? Weiß ich nicht, er hat es wieder verdient, Digga. Ich werde mich dafür einsetzen, dass er auf Twitch gebannt wird wieder. Dann werde ich nicht so seine Crowdtech-Grundlage, sondern seine Lebensgrundlage wegnehmen, so. Guter Hinweis, Bug. Das ist ein guter Play gewesen, ein guter Call von dir. Wenn ich bei dir nichts erreiche, kann ich versuchen, Twitch zu bestechen, dass er gebannt wird. Das ist smart, Bug. Danke. Also das würdest du supporten? Ich habe damit ja nichts zu tun. Das kannst du ja machen in deinem Ermessen. Aber würdest du generell sagen, gute Idee? Gute Idee? Ja, wenn du ein Problem mit ihm hast, dann regel das mit ihm irgendwie. Wenn du jemanden brauchst, dann macht, was er wollt. Oh, da ist ein Pillager direkt durchgekommen, als du durchs Portal bist. Okay, vielleicht braucht der Twitch-CEO ja eine gute Wohnung in Köln. Für wie viel Geld machst du ein 1 gegen 1 gegen Basti? Ja, Digga, dann krieg ich noch einen Tod. Bring ihn, sagen wir 96, Dominik. Würdest du sagen, dass es self-inflicted so ein bisschen immer? Nee, nicht wirklich, Digga. Oder Julian Bam inflicted. Ja, ich glaube, Julian Bam ist das schuld, wirklich. Hab ich ein bisschen mitbekommen. Es gibt Leute, die einfach für meinen Ruf daran Schuld tragen. Mehr brauche ich da nicht zu sagen. Verschiedenheit, Dankeschön für die 10 Gift Subs. Kuss, jetzt sind wir quitt, Dankeschön. Horrormaster 22, Dankeschön. Immerhin denkt meine Community noch ein bisschen an mich, Spark, weißt du? Die weiß doch, was ausgleichende Gerechtigkeit ist. Ja, das ist doch schön. Im Gegensatz zu dir, da, Alter. Steht dir mit Trost zur Seite. Ja, die hat ja auch alles mitbekommen, ne? Dann weißt du ja, was passiert ist. Dann kann die ja entsprechend handeln. Spark, ich weiß wirklich nicht, wo mein Netherportal ist, ne? Ich habe keine Ahnung, wo dein Netherportal überhaupt auch ist. Was weiß ich? Noreax, Digga. Ey, ich rede nicht mehr mit euch allen. Noreax, Digga, komm raus. Komm raus hier in den neuen Channel. Ich rede nicht mehr mit Hugo. Digga, ich habe 70 Level verloren. Ich mache eine 6-Tode-Challenge. Ja, alles. Ja, Digga, lacht ihr ruhig darüber, Digga. Ihr macht 0 Tode. Für mich waren 6 Tode gut. Rebi, soll ich dich mal ein bisschen guiden, wo du hin musst? Bro, ich hab das meiner Familie versprochen, Digga. Und er scheißt einfach drauf. Digga, ihr seid wirklich die letzten Menschen, ehrlich. Ich hätte von euch mehr erwartet. Carscrafter, Stege, dass ihr helft so. Ich hab mich nicht gewehrt. Revi, bleib doch gerade mal stehen. Soll ich mal in die Himmelsrichtung gehen, wo du hin musst überhaupt? Ah, warte, hier. Wo muss ich hin, Spark? Hier ist Stegis Portal. Scheiße, Mann. Bin nur nach Hause. Wo muss ich hin? Bleib mal ganz kurz stehen, ja? Da, wo du bist. So. Stege, das ist deine Schuld. So, jetzt stehst du da in der Richtung. Ja, lauf mal bitte geradeaus in Blickrichtung. Einfach jetzt die ganze Zeit geradeaus. Weiter, weiter, weiter. Ja, Digga. Sag mal, du hast doch dein Equipment. Ich dachte, du hast das verloren. Nee, hab's wieder. So, du hast es ja doch. Du warst doch gar nicht bei Hugo. Ich hab die ganze Hugo spectated. Wie hat er dir denn dein Equipment gegeben, wenn ich den beobachtet hab? Weiß nicht. Ich glaube, ich kann doch freimachen nachher. Spark, Digga, das ist ein Fall. Digga, du weißt, dass er gebannt werden muss. Stegi sagt das auch. Ich hab ihn nicht gewählt, es steht im Discord. Digga, der tritt deine Regel mit Füßen. Ja, no joke. Ey, ich komm nicht nach Hause, wo wohne ich, Mann? Ich hab's dir doch gerade gesagt, weiter geradeaus. Ich bin doch weiter geradeaus gelaufen, Scheiße, Mann. Noch weiter. Die Stimme in meinem Kopf, wo muss ich hin? In Blickrichtung. Digga, Scam of Phoenix. Ja, fein, Revi. Willst du zur Farm oder willst du nur nach Hause? Weil die Farm ist ja... Nach Hause telefonieren. Ja, guck dir mal das Portal an. Kommt dir das bekannt vor? Also ich bin mir nicht ganz... Moment, stopp. Ich würde vermuten, dass das so ein bisschen deine Richtung hier ist, ja? Danke, Dominik, für die 50 Euro. Komm, mach gegen Basti gegen 100 Euro. Wenn du machst... Ja, boah, ich verliere ja, aber ich kann's machen, Dominik. Aber ich verliere halt, ne? Dann ist aber meine 8-Tode-Challenge für den Arsch. Oh, ich bin zu Hause, Endspark. Oh, sowas Dominik, aber auch. Danke schön für die 60 Euro insgesamt. Ich küsse doch dein Herz. Vielen, vielen Dank. Haben wir Revi nach Hause gebracht jetzt? Guck Danke, mal. Spark. Bin kurz im Voice, ja, bis später. Ja. An ihn bitte.